Hallo, hier bin ich wieder. Nach meinem letzten Video, das ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, dachte ich mir, ich mache gleich noch ein Video, wenn die Haare schon so schön aussehen. Ich habe sie noch zurechtgezupft und ich finde, dass das Ergebnis eigentlich sehr erstaunlich ist und ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich glaube, ich werde das öfter machen, wenn ich mal die Zeit habe, weil es ja doch ein bisschen zeitaufwendig ist. Das Eindrehen selber dauert ja etwa 20 Minuten, aber man muss ja auch ein bisschen warten, bis die Locken entstehen und dann kann man erst wieder die Haare herrichten. Also ja. Lassen wir das. Jetzt geht es um meine Nagellacksammlung und ich habe nicht ganz so viele Nagellacke wie vielleicht manche andere, aber ich bin der Meinung, es ist besser, eine kleine Sammlung zu haben, klein aber fein und dafür die Farben zu tragen, die man gerne hat. Die Farbe, die ich jetzt trage auf den Nägeln, ist von Miss Lin. Da ist es die Farbe, ne, Wonderland und ja, ich finde die sehr schön. Und sie trägt, also sie hält auch sehr, sehr lange. Dafür, dass, ja, das ist ein 3 € Nagellack ist, finde ich, dass sie sehr, sehr gut ist. Ich habe sie am Montag aufgetragen, heute ist Freitag. Und man sieht es eigentlich kaum, dass dir irgendwas abgesplittert ist. Das Einzige, was man eher merkt, ist vielleicht am Ende. Aber selbst das kenne ich von anderen Nagellacken eher, dass hier gegen, also nach 2, 3 Tagen schon die Enden einfach absplittern. Wirklich sehr zu empfehlen. Ich finde Nagellack sehr schön. Dann habe ich auch von Miss Lin diesen Nagellack gekauft vor etwa 3, 4 Monaten. Das ist die Farbe Neverland. Und die habe ich eigentlich gekauft, weil ich mir eingebildet habe, dass sie anders, also im Vergleich zu der hier, wo ist das hin? Im Vergleich zu der hier anders sein wird. Irgendwie habe ich mir das eingebildet, als ich dort war und habe mir gedacht, die Farbe habe ich noch nicht. Ich wusste zwar, dass ich den hier habe, aber entweder war es also das Licht oder sonst was. Ich hatte das Gefühl, dass ich diesen Nagellack eben noch nicht habe. Diese Farbe zumindest. Ja, dann habe ich eben die gekauft. In Wirklichkeit ist es fast das gleiche wie von Essence, der Multidimension. Welche Farbe ist das? Replay 73. Sind sich sehr ähnlich, sind beide toll. Ich finde, dass der etwas länger hält als der Essence. Aber ich glaube, das hängt auch davon ab, wie viele Schichten ich auftrage. Na gut. Also dann habe ich noch den von Essence, der dem sehr ähnlich ist. Dann habe ich noch den hier, den ich ehrlich gesagt noch nicht verwendet habe, aber es natürlich vorhabe. No Snow Patrol. Die Farbe 880 von Catrice. Und ich finde also die Farbe sehr schön. Habe ich gleich kaufen müssen, als ich die gesehen habe. Vor etwas längerer Zeit habe ich mir den hier gekauft. Color to Go von Essence. Das ist die Farbe Wanna Say Hello 99 und ist halt einfach ein sehr, sehr dunkles Braun. Habe ich eher selten getragen, ist auch etwas kleiner, also dann komme ich zur nächsten Farbe, die ist auch von Essence. Ich bin ein sehr starker Catrice-Fan. Essence auch, aber hauptsächlich Catrice. Gut, Essence, dann habe ich hier den. Das ist die Farbe Just Shout 67. Sehr knalliges Pink eigentlich. Dann habe ich hier von Catrice das Dry, also Speed Dry heißt das, glaube ich. Quick Dry and High Shine Top Coat als Überlack. Ja. Hilft schon ein bisschen, dass das schneller trocknet. Ja, verwende ich aber nicht so oft. Wie man sieht, ich meine, ja, merkt man ja, wie viel drin ist. Dann habe ich hier den und der ist wirklich schön. Wenn ihr mich vor 4, 5 Monaten gefragt hättet, ob ich so eine Farbe tragen würde, hätte ich garantiert nein gesagt, weil ich irgendwie was gegen so ganz dunkle Farben hatte. Jetzt vibriert mein Handy, das ist nicht so gut. Und ja, das ist die Farbe Caught on the Red Carpet 070. Wieder mal von Catrice, also gewöhnt euch dran, das werdet ihr öfter hören. Wirklich so schön und ja, ich verstehe selbst nicht, warum ich das vor ein paar Monaten gesagt hätte, dass ich die nicht tragen würde. Ich finde die sehr schön und wirklich einer meiner Lieblingslacke geworden. Dann habe ich hier von MNY und der ist etwas älter, deswegen schüttle ich den ein bisschen durch. So. Das ist der. Tja, ich mit den Farben immer. Ich finde die Farben nicht. Eh klar. Wieso finde ich da die Farbe nicht? Das gibt es doch nicht. Also lassen wir es einfach. Ich finde die Bezeichnung nicht. Das ist der hier, der ist ein Metallic Blau. Trage ich nicht so oft, ist eine sehr schöne Farbe, aber es passt halt nicht zum Gesamtoutfit zum Teil und deswegen trage ich den nicht ganz so gerne, ist aber ein sehr schöner Lack. Dann habe ich hier zum Sonderpreis einmal
vom DM gekauft, Captain Sparrow's Boat. Und weil ich hier Captain Sparrow begeistert bin, habe ich mir den auch gekauft. Also Catrice, wieder ein sehr dunkler Nagellack. Ehrlich gesagt auch noch nicht getragen, aber ja, gesehen und wollte ihn haben. Ich habe bis vor einiger Zeit eher nur Nude-Farben getragen, selten etwas wirklich Knalliges. Ja, sagen wir so, seit einem Jahr bin ich da eher ein bisschen experimentierfreudiger und versuche auch manchmal was anderes an mir zu tragen und zu sehen. Naja, nur so als Nebeninformation. Dann habe ich den From Dusk to Dawn, wieder von Catrice, auch etwas dünkler, aber den habe ich schon etwas länger. Das war einer der ersten dunklen Nagellacke, die ich gekauft habe. Das war eben vor ungefähr 1,5 Jahren oder einem Jahr. Dann habe ich von MNY wieder mal so einen hellen gekauft. Der hat so ganz leichten Schimmer drin. Ja, Farbe werde ich jetzt nicht finden, deswegen lasse ich es. Von Essence habe ich hier diesen gelben Nagellack. Und das war eigentlich nur so eine spontane Entscheidung, dass ich den kaufe. Auch vor einem Jahr ungefähr. Und das heißt vor einem Jahr, von einem halben Jahr, glaube ich. Egal, sowas in der Art. Und bei mir halten die Nagellacke sehr lang, weil ich sie eben nicht so oft verwende und da kommt nicht so viel Luft hinein. Und ich finde, dass ich es immer noch nach einem halben Jahr tragen kann. Ich schüttle es halt einmal kurz durch und dann geht's wieder. Das ist hier die Farbe Mellow Yellow, Farbe Nummer 51 von Essence. Ja. Und ich finde den wirklich sehr schön im Sommer. Ich weiß nicht, das gibt so ein zusätzliches Sommerfeeling, wenn die Nägel gelb sind. Und ja. Dann habe ich hier noch einen Nagellack, bei dem, ich weiß auch nicht, ich bin da nicht so gut bei den Farben, habe ich mir auch eingebildet, dass der eine Spur heller ist als der hier in Wirklichkeit. Wahrscheinlich ist das so ein kleiner Unterschied, aber das sehe ich natürlich nicht mit dem freien Auge jetzt, wenn ich es halt auch trage. Das ist der Grace Kelly 640 und ja, ich sollte mir vielleicht angewöhnen, gleich die anderen dazu zu nehmen und zu vergleichen und was weiß ich, aber wieder so ein Kauf, wo ich mir denke, wahrscheinlich fliege ich immer auf die gleichen Farben und bilde mir dann ein, dass ich was Neues gefunden habe. Weiß ich nicht. Also das ist Grace Kelly. Und dann habe ich hier noch einen Nagellack, den ich auch von Essence gekauft habe, aber den werde ich mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr tragen. Mal schauen. Das ist der Movie Star 35, einfach nur in Grau. Und dann habe ich noch vor längerer Zeit einen Nail Art Freestyle and Tip Painter gekauft von Essence. Der hat so Glitzer drin, also eher so Silberglitzer. Und davon muss man wirklich so viel auftragen, damit man das sieht und merkt. Ja, kann man verwenden, aber da muss man es ein wenig übertreiben, damit man das wirklich sieht, dass da ein bisschen Glitzer drauf ist. Und das letzte Stück hier ist dieser Nagellack und zwar wieder meine geliebten Nude-Töne. Das ist die Farbe 030 von Catrice und ich hoffe mal, dass das jetzt alles war und dass ich nichts ausgelassen habe. Ja, das sind so meine Nagellacke, die ich habe, zumindest die ich hier noch bewusst habe. Vielleicht habe ich irgendwo was verschlammt und weiß nicht mehr, wo die Sachen sind, aber das glaube ich nicht. Ich bin eher ordentlich veranlagt, also ein ordentlicher Mensch. Naja, das waren meine Nagellacke. Mich würde interessieren, ob ihr auch so in der Art so viele Nagellacke habt. Ich glaube, die müsste ich mal zusammenzählen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, glaube ich, sind es. 15. Ja, es müssten 5. Habe ich euch den hier gezeigt? Nein, den habe ich euch gar nicht gezeigt. Das gibt's doch nicht. Also, das ist ein Nagellack, nachdem mich viele fragen, welcher das denn ist, sobald ich ihn trage. Das ist einfach nur ein goldener Nagellack. Das ist Goldfinger von Catrice. Und der sieht wirklich toll aus. Ich bin so begeistert von dem. Ich glaube, den habe ich euch nicht gezeigt. Falls ihr es doch getan habt, habt ihr ihn jetzt zweimal gesehen. Und ja. Also es sind 15 Nagellacke, die ich habe. Habt ihr mehr, habt ihr weniger? Welche Farben tragt ihr so gerne? Gibt es Nagellacke, die ihr mir empfehlen könnt? Ehrlich gesagt habe ich noch keine OPI-Nagellacke verwendet, keine Essie-Nagellacke. Ich komme immer wieder in Versuchung, welche zu kaufen, aber ich habe es noch nicht getan. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein paar empfehlen könntet. Und ich verabschiede mich jetzt einfach und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!